Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, die Pamela, und war heute im DM einkaufen und wollte euch mal zeigen, was ich da so gefunden habe. Weil ich wollte unbedingt wegen ein paar Lidschattenpaletten schauen und auch noch ein paar andere Sachen habe ich benötigt. Ich habe knappe 43 Euro bezahlt, habe einmal Wattestäbchen gekauft mit so einem süßen Wal drauf und einmal mit einer Blume, Rose. So, dann habe ich noch Augusto gehabt auf eine Alpo-Schokolade. Die trinke ich auch voll gern, Sojamilch mit so Schokoladengeschmack. So, dann habe ich mir noch einen Nagellackentferner standardmäßig gekauft, weil meiner bald leer ist. Und da ich jetzt irgendwie Probleme beim Abschminken habe und irgendwie meinen Augen-Make-up-Entferner nicht mehr so gut vertrage, obwohl er eh vegan ist, dachte ich mir, ich schaue mal, was es so Alternativen gibt. Dann habe ich mich für den Balea Ultra Sensitive Reinigungsschaum entschieden, weil das eben auch ohne Parfüm und Farbstoffe ist und damit kann man nicht nur sein Gesicht normal reinigen, es entfernt auch Make-up-Rückstände und ist für den Augenbereich geeignet. Deswegen dachte ich mir, weil das auch für sensitiv ist, probiere ich das einmal aus. So, dann ist mir mein Make-up irgendwie zu dunkel, deswegen habe ich geschaut nach einer Alternative. Und habe dann dieses hier genommen. Das ist von Catrice und wichtig ist mir auch, dass es eben vegan ist. Ne? Da gibt es eigentlich nicht viel Alternativen, außer es Alverde. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt für die True Skin Hydration Foundation entschieden mit Hyaluronic Acid Longwear. In der Farbe 010 Cool Cashmere. Und habe das aufgetragen. Die hatten ein paar Make-ups dort und irgendwie, ja, war mir das am sympathischsten, weil es nicht alles so zugleistert und weil das ein bisschen luftiger ist. Ne? So für ein Party-Make-up habe ich eher ein dunkleres, das habe ich eh. Aber so für tagsüber dachte ich mir, ich probiere das jetzt einmal. Dann habe ich noch so einen Contour-Fächerpinsel gesehen, den wollte ich auch unbedingt ausprobieren. Um die Konturen vielleicht ein bisschen besser noch zu ziehen. Und dann haben wir noch eine Ultimativ Camouflage Cream. Ich hoffe, man sieht das. Auch von Catrice. Ich glaube, nicht so gut, das spiegelt ein bisschen. In der Farbe Ivory. Das ist eine Concealer Cream, also Abdeckcreme mit sehr hoher Deckkraft. Und ja. Die probiere ich auch aus. Dann habe ich hier noch das ursüße Blush gesehen. Mit etlichen Farben drin. Mach das mal auf, dass man das hier besser erkennen kann. Ja. Und das ist eben schimmender Puder Rouge. Ja, hat man irgendwie. Muss ich probieren. Ist auch vegan natürlich. Und dann sind wir schon bei den Paletten angekommen. Ich habe mir etliche Paletten angeschaut, aber irgendwie sind die meisten nicht vegan gewesen oder haben mir nicht gefallen. Und da ich eh etliche Adventskalender bestellt habe, wo auch ein paar Paletten drinnen sind, ich hoffe, ich habe jetzt keine doppelten, habe ich mich dann für die Catrice entschieden, wie gesagt, da sie auch vegan ist. Und hier habe ich eine 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette mit so Rosentöne. Voll schön. Mit Glitzer und ja, die probiere ich aus. Ist wie gesagt vegan. Die finde ich auch ultra schön. Das ist die Nude Palette. Wenn ich sie aufbekomme. So, Glitzer, Glitzer. Finde ich auch sehr schön. Ist auch ein Highlighter, eine Base. Die habe ich zum Beispiel auch nicht. Da habe ich immer so einen Concealer oder was genommen für drunter.
Ja, das ist eine Base Lidschattenkollektion mit 9 extrem weichen, langanhaltenden, matten und metallischen Tönen mit intensiver Farbabgabe. Ja, ist eben auch vegan. Hat mir sehr gut gefallen. Und die habe ich dann auch noch gesehen. Das ist eine Mineral Eyeshadow Palette Supernatural Energy Vegan für sensitive Augen. Und die Farben sind so. Habe ich auch ganz interessant gefunden. Die schauen sehr weich aus und sind auch ein paar glitzerige dabei. So, gebe ich den Schutz da wieder drauf. Und die ist eben, aber was mir noch gefallen hat, ist 90% natürliche Inhaltsstoffe, aber 100% Leistung. Mit diesen langanhaltenden Lidschatten mit pflegenden Inhaltsstoffen wirst du nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich noch schöner fühlen. Dank der Papierverpackung haben wir 70% Plastik eingespart. Das finde ich auch mega, mega toll, dass da die Firmen schon langsam umdenken und nicht alles nur aus Plastik herstellen, ne? Weil die anderen sind ja, wie gesagt, alle Verpackungen aus Plastik. Ja, das war's schon mal. Vielleicht hat's euch gefallen. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mir folgt. Es werden noch etliche Videos kommen. Ich habe auch mittlerweile alle meine Adventskalender bekommen. Ich werde aber nicht... Wie gesagt, ich habe einen, habe ich unboxed, aber ich werde die nicht extra auspacken alle, weil ich möchte mich eben noch überraschen lassen. Aber ich werde auf alle Fälle mir zusammenstellen, was in die Adventskalender drinnen ist und werde euch das dann nochmal vorstellen und werde euch zeigen, was alles so drinnen ist. Und ja, ich denke, das ist auch ganz interessant, weil man dann vielleicht diese Adventkalender dann nächstes Jahr dann mehr am Schirm hat, ne? Und dann schaut, was alles so drinnen ist. Tschüss, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche und bis bald.